Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird ein sehr, sehr, sehr leckerer Tag. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich, ziemlich sicher. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon alle wisst, ich liebe Salted Caramel. Allgemein die Kombination aus süß und salzig, also sweet and salty, liebe ich. Deswegen ist mir die Idee gekommen, warum esse ich nicht mal einen ganzen Tag lang nur die Kombination aus süß und salzig. Also sowohl Gerichte als auch Kombination. Das heißt, es ist heute eine neue 24-Stunden-Challenge, die ich auch schon ziemlich lange nicht mehr gemacht habe und die ich liebe zu filmen. Und glaube, dass da ziemlich viele coole neue Sachen auch dabei sind. Auch Kombinationen, die ich in diesem Video probieren werde, die ihr auch sehr, sehr gerne zu Hause nachmachen könnt und mir das dann gerne per Instagram schicken könnt, falls ihr das probiert und dann auch euer Rating da lassen könnt. Also an alle Sweet and Salty Liebhaber da draußen. Das Video wird auf jeden Fall für euch sein, aber auch für alle, die davon noch nicht überzeugt sind. Vielleicht kann ich euch mit diesem Video überzeugen, dass diese Kombination einfach in jeder Hinsicht geil ist. Und würde sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei drumherum, sondern starte mit einem Sweet and Salty Frühstück und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Guten Morgen, Friends. Es ist Zeit fürs Frühstück und da habe ich mir coole Sachen überlegt, auch neue Sachen, also Food-Kombinationen auch, die ich vorher noch nie getestet habe. Alles auf der Grundlage von der Kombination aus Sweet and Salty. Ich war gerade beim Bäcker und habe mir da ein passendes Brötchen gekauft und zwar ein Laugenbrötchen. Nice, sieht echt süß aus. Genau, ein Laugenbrötchen und genau, das ist ja hier auch mit Salz, also salzig auf jeden Fall. Und was würde besser auf dieses leckere Laugenbrötchen passen, als zum einen ein leckerer Aufstrich, und zwar der Salted Caramel Aufstrich, den ich euch auch schon, ich glaube, in einem meiner vorletzten Videos gezeigt habe. Ist einfach mein Fave im Moment und das passt einfach perfekt. Das ist nämlich Karamellaufstrich mit gesalzener Butter. Salted Caramel Sweet and Salty. Das geht auf jeden Fall durch. Dann habe ich aber auch ein bisschen im Internet recherchiert und eine Kombination gefunden, die ich auch probieren werde. Und zwar die Kombination aus Käse und Apfel. Da scheint, dass das ziemlich gut sein soll. Ich werde das jetzt einfach probieren, mir das alles belegen. Und habe dann noch eine richtig coole Kombination, die ich das erste Mal ausprobieren werde, wo ich sehr große Hoffnungen reinlege. So Leute, die Margarine habe ich da jetzt schon drauf gemacht. Jetzt kommt da dieser Käse rauf. Übrigens, Leute, unpopular opinion, aber ich finde diese dünnen Scheiben, also diese feinen Scheiben, fand ich schon immer viel, viel besser als normalen Käse. Ich war ja irgendwie so der Käse-Fan, aber diese dünnen Scheiben fand ich immer ganz nice. Deswegen, genau, kommen da jetzt ein paar Scheiben von dem Käse drauf. Und dann habe ich hier Apfel oder so Apfel-Slices mir geschnitten, so dünne. Und die dann damit drauf geben. Und natürlich der kommt auch noch mit drauf. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Okay, Leute, so sieht jetzt die Käse-Margarine-Apfel-Laugen-Hälfte aus. Und hier, Leute, der Salted Caramel Aufstrich. Und jetzt zeige ich euch, worauf ich noch sehr, sehr gespannt bin. Und zwar die Kombination aus dem Milchreis-Karamell-Pudding mit Salz. Oh mein Gott. Friends, ich glaube tatsächlich, dass ich mit der Kombi was Revolutionäres starten kann. Wirklich. Ich werde aber als allererstes einmal von diesem Käse-Apfel-Margarine-Laugenbrötchen abbeißen. Ich glaube, das wird geil. Okay, let's try it. Leute, das ist tatsächlich ganz geil. Das ist echt gut, tatsächlich. Wow. Das sind schon sehr viele Geschmäcker, die da jetzt aufeinandertreffen. Auch gerade, weil das Laugenbrötchen ja auch schon ziemlich intensiv vom Geschmack her ist. Aber ich finde so dieses Fruchtige vom Apfel passt richtig gut zu diesem Nussigen von dem Käse. Das ist echt gut. Wow, müsst ihr mal ausprobieren. Apfel und Käse. Okay, Friends, jetzt testen wir es. Den Karamell-Milchreis mit Salz. Leute, ihr wisst, der Erwan-Karamell mit Salz ist mein life-changing Dessert sozusagen. Und ich glaube, beim Milchreis könnte das Ganze nochmal ziemlich geil werden. So, rühren wir mal das Ganze um. Oh yes, Leute. Der ist schon echt geil. Und jetzt, Leute, das Salz. Ich mache ungefähr so wie bei dem Erwan-Karamell. Gespannt. Dann wieder schön umrühren. Okay, Friends, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Cheers. Oh mein Gott. Friends, ich wusste es. Ich wusste es. Hammergeil, Leute. Holt euch den Milchreis-Karamell und macht da Salz rein. Oh mein Gott. Es ist so gut, Leute. Es ist so gut. Crank.
Okay, Leute, und bei dem, da wissen wir natürlich, dass das mega geil schmeckt. Und auf Laugenbrötchen wird das Ganze auch noch viel, viel geiler schmecken. Ich werde mir jetzt ein bisschen Netflix anmachen und das Ganze genießen. Das ist eine geile Kombination, probiert das aus. Und ja, ich würde sagen, das ist der perfekte Start in den Tag. Leute, und es wird wieder wild mit den Kombinationen hier, aber ich freue mich. Ich freue mich sehr auf die Kombination. Ich habe mich ein bisschen von diesem Bild hier inspirieren lassen, von diesem Brötchen. Und zwar haben die da Feigen mit Käse kombiniert auf diesem Brötchen. Deswegen habe ich diese Brötchen gekauft und werde jetzt die Kombination aus Feige und Käse probieren. Ich hatte ja vorhin schon Apfel und Käse und kann mir Feige und Käse auch sehr gut zusammen vorstellen. Ist ähnlich, aber nicht ganz so. Deswegen werde ich mir wieder ein Brötchen beschmieren mit einer Hälfte mit Margarine, Käse und diesmal Feigen. Auf die andere Hälfte gibt es eine andere wilde Kombi, wo ich jetzt schon weiß, dass die sehr, sehr nice sein wird. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle diesen Philadelphia Milka Aufstrich. Das ist wirklich Geschmackssache. Ich liebe den. Ich liebe aber auch diesen Philadelphia Oreo Aufstrich. Manche mögen den nicht so gern. Ich liebe den und deswegen gibt es auf jeden Fall den. Getoppt mit Salzbrezeln. Und ich glaube, das wird geil. Pretzel und Schoki, das passt eh richtig gut zusammen. Genau, deswegen gibt es den Milka-Aufstrich getoppt mit Brezelbrösel. Und ich glaube, das werden zwei sehr, sehr leckere Brötchenhälften. Es gibt aber noch eine andere wilde Kombi. Und zwar bin ich da auch sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gibt von Lindt so eine Dark Chocolate, also Zartbitterschokolade, ziemlich dunkle sogar, mit Salz. Und die liebe ich. Ich blende euch die einmal hier ein. Die ist so, so lecker. Also die liebe ich. Und deswegen habe ich gestern, als ich im Rewe war, ich habe diesen diesen Pudding hier gefunden. Das ist dieser Grand Dessert mit Dark Noir. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber auf jeden Fall ist das halt so ein Sahne-Pudding. Hier oben mit so Sahneschicht und dann hier unten so Dark Chocolate-Pudding sozusagen. Bin ich sehr gespannt. Und genau, ich habe überlegt, dass man den, glaube ich, ganz geil mit Salz auch kombinieren kann. Also ähnlich wie vorhin den Milchreis mit Salz, werde ich jetzt diesen Dark Zartbitter-Pudding, Sahne-Pudding mit Salz kombinieren. Und ich glaube, das wird geil. Das wird jetzt mein random Lunch. Das mache ich mir jetzt und zeige euch gleich, wie das aussieht. Wow, Friends, I am excited. Das sind, glaube ich, sehr nice Kombis. Ich starte mir erstmal ganz klassisch mit einer Brezel. Okay, Leute, prepared für die erste Kombination. Und zwar fange ich wieder mit dem klassischen Margarine, Käse und diesmal Feige. Und ich finde, das sieht wunderschön aus. Wunderschön. Bin sehr gespannt, Leute. Auch ziemlich, ziemlich gut. Ich muss aber sagen, ich hätte die Scheiben vielleicht ein bisschen dicker machen müssen von der Feige, weil die kommen fast gar nicht raus. So ähnlich wie beim Apfel gerade. Krass irgendwie. Vielleicht ist auch die Margarine, die so dominant ist mit dem Käse zusammen. Irgendwie schmeckt man die Frucht nicht so aus. Aber es hat noch so was Frisches, was ich gerade schon beim Apfel gesagt habe. Kann man echt machen. Also ich finde echt, dass Obst und Käse gut zusammenpasst. Echt. Und auf Brötchen auch. Echt gut. Krass. Mhm. Next, Milka-Aufstrich, Schoko-Aufstrich mit Brezeln. Let's give it a try.
Oh mein Gott! Wow! Leute, probiert das aus! Das Geile hier ist auch, man hat so von unten das Crunchige von dem Brötchen. Dann halt diese geile, geschmolzen, auch weil das Brötchen warm war, Schicht von diesem Schokoaufstrich und dann die Brezeln, die nochmal so einen Crunch geben. Mega geil, Leute. Also ich bin heute wirklich, ich wusste, es wird ein leckerer Tag. Ich wusste, es wird ein leckerer Tag. Ein sehr, sehr leckerer Tag. Leute, zum Abgang, zum süßen Abgang, sweet and salty Abgang, wird es nochmal wild. Ich bin sehr gespannt. Please don't disappoint me. So, hier weiß ich jetzt nicht, wie ich das mache. Ich denke, ich werde es vorher einmal umrühren. Oder? I don't know. Doch, ich werde es umrühren. Leute, an alle, die es jetzt triggert, dass ich das jetzt einmal umrühre, I'm sorry, aber ich muss die komplette Geschmackskomposition haben. Deswegen muss ich das jetzt leider machen. Also, Leute. Oh mein Gott, wie fail jetzt. Hey, das ist ja richtig dunkel. Krass, ist ja fast schwarz. Jetzt ist die Sahne untergerührt. Und jetzt kommt die Secret-Zutat. Das Salz. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das war nicht zu viel. So, ich glaube, das wird sehr nice. Okay, Leute, Taste-Test. Guckt euch bitte an, wie geil diese Konsistenz von diesen Puddings übrigens ist. Das ist immer wieder... faszinierend. Okay, Leute. Taste Test. Leute, es ist komisch, aber Salz macht irgendwie alles nochmal 10 Millionen Mal besser. Und das ist nicht übertrieben. Hammergeil. Ich habe mal gelesen, dass Salz Geschmäcker im Allgemeinen intensiviert. So. Also auch süße Geschmäcker. Und das, genau das passiert hier. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr reinmachen. Oh, Friends, ich wusste, es wird geil. Ich wusste, es wird ein sehr leckerer Tag. Es ist ein sehr leckerer Tag. Und ich will nicht, dass dieser Tag jemals endet. Hammergeil, Leute. Probiert das aus. Probiert das einfach alles aus. Schickt es mir auf Instagram und sagt mir, was ihr davon haltet. Weil ich bin gerade absolut impressed. Yes, Friends. Das war gut. Das war sehr gut. Gut, dass der Tag noch nichts endet. So, Friends, es ist Zeit für einen kleinen Snack und da habe ich einen richtig coolen Riegel, der perfekt zu dem heutigen Video passt. Und zwar ist das dieser Proteinriegel in der Sorte Macadamia Salted Caramel. Erstmal, Macadamia-Nüsse sind so, so lecker und Salted Caramel, Leute, ihr wisst, ist eh geil. Und das ist jetzt ein 62 Gramm Riegel, richtig nice, von Atlas Smart Snacks. Ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt. 21 Gramm Protein, echte Macadamia-Nüsse, eigene Produktion, beste Rohstoffe und handgemacht in Deutschland. Gute Versprechen. Mal gucken, ob sich dieses Versprechen auch im Geschmack zeigt. So sieht der jetzt aus. Ich bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Ich glaube, da sehen wir die Macadamia-Nüsse. Let's try it! Der ist richtig gut. Das ist eher so ein Chewy-Proteinriegel. Also eher wie so ein Quest-Bar. Noch ein bisschen weich, also man kann ihn gut kauen. Ja, finde ich sehr, sehr lecker. Die Sorte ist auch sehr, sehr gut. Sehr leckerer Snack, um eine kleine Pause vom Schneiden hier jetzt mal einzulegen. Und perfekt auch fürs Video. Also, guten Appetit. So, Leute, aufgegessen. Sehr große Empfehlung, sehr, sehr lecker. Kann man online bestellen. Ich werde euch die Seite mal in der Infobox verlinken. Und werde mir jetzt einen Tee machen. Meinen geliebten Schokotee, ihr kennt's. Und das Video weiterschneiden, weil das muss morgen auf jeden Fall noch hochgeladen werden. Und das ist noch relativ viel Arbeit. Deswegen, see you later. So, Friends, ich habe schon hier eine super, super leckere Dinner Bowl gezaubert und zur Erklärung, das ist ein süßer Salat. Ich habe ja schon mal ein Video gedreht, in dem ich nur Rezepte aus dem Pamela Reif Kochbuch gegessen habe und das ist auch ein Rezept daraus. Aus diesem Kochbuch, ich habe das Rezept aber ein bisschen umgewandelt, vom Prinzip her ist es aber schon ziemlich ähnlich. In der Bowl sind so, so geile Zutaten und auch dieses Dressing ist einfach so, so lecker. Das Wichtigste ist jedoch die süße Süßkartoffel.
Und dafür braucht man ja, ich habe jetzt eine ganze Süßkartoffel genommen, in den Kochbuch stand viel weniger, aber wie gesagt, ich habe das ja ein bisschen abgeändert. Habe eine ganze Süßkartoffel genommen, die klein geschnitten, geschält, klein geschnitten und dann mit ja, etwas Kokosöl mit einem Teelöffel und genau, Zimt bestreut, das Ganze richtig gut vermengt und dann genau in den Backofen getan. Und so lange gebacken, bis die Stücke halt einfach bis fest machen sozusagen. Das Dressing, Leute, ist so ein geiles Dressing. Dafür habe ich erstmal Pflanzenmilch. Ich habe dafür jetzt Mandelmilch genommen mit einem Esslöffel Agavendicksaft. Ihr könnt aber auch Dattelsirup nehmen, was auch immer ihr gerade da habt. Und einen Esslöffel Zitronensaft, dann ein bisschen Pfeffer, Zimt auch ganz viel rein und das Ganze vermengt. Das ist so ein geiles Dressing und echt, das kann man so gut dazu essen. Das passt einfach perfekt zusammen. Dann genau, habe ich noch eine Birne klein geschnitten. Dann habe ich noch Mandeln gehackt und ganz viele Rosinen noch mit zugegeben. Die Base ist bei mir ein Feldsalat. Genau, da habe ich dann einfach die Süßkartoffelstückchen, die fertigen, draufgegeben, dann die Birne draufgegeben, dann die Rosinen, dann die Mandeln und zum Schluss habe ich dann noch das Dressing drüber gegeben und Leute, das ist wirklich eine hammergeile Bowl, wirklich. Leute, habt keine Angst davor, irgendwie Obst in euren Salat reinzugeben. Das gibt nochmal so einen geilen Kick in euren Salat. Und auch so mit diesem Kokosöl und dem Zimt die Süßkartoffel so zuzubereiten, ist so, so geil. Die Rosinen passen auch perfekt zu, mit den Mandeln noch als Crunch. Das Dressing ist einfach perfekt. Das lasse ich mir jetzt schmecken und gucke dabei ein bisschen Netflix. Und ich würde sagen, das ist wirklich ein geiles Dinner für das Video. Es passt einfach perfekt. So, Friends, es ist Zeit für die letzte Mahlzeit des Tages und das ist wie immer der Night Snack. Und Leute, ich konnte dieses Video nicht enden oder nicht filmen, ohne nicht eine Sache auch mit drin zu haben. Und zwar die Kombination aus meinem geliebten Karamell-Ehrmann-Pudding mit Salz. Es musste einfach mit in dieses Video rein. Es passt perfekt dazu. Ich liebe es und deswegen musste das hier auch mit rein. Deswegen gibt es einmal das bei mir. Dann gibt es auch noch bei mir Bliss Balls und das sind ganz besondere. Und zwar sind das gefüllte Bliss Balls mit Erdnussbutter und Meersalz. Da steht das. Die sind so, so, so lecker. Das ist da drin. Da haben wir nämlich sowohl die süßen Komponenten als auch natürlich durch das Meersalz die Salz. Da sind immer so, genau, da sind insgesamt 6 Stück drin und wir haben 3 von so welchen Zweierpackungen und da ist jetzt noch eine Packung von diesen Zweierpackungen drin, sozusagen. Da sind jetzt 2 von diesen Bliss Balls drin und Leute, die sind so, so lecker. Ich habe auch einen Code für euch für Oatsim. Da könnt ihr nämlich, wenn ihr da bestellt, ab einem Bestellwert von 15 Euro kriegt ihr eine Packung von den Bliss Balls oder von Bliss Balls eurer Wahl gratis zu eurer Bestellung dazu. Ich packe euch das, alle Infos dazu mal in die Infobox. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil die sind so, so geil. Wie gesagt, die gibt's bei mir. Und dann habe ich noch was Neues gefunden. Da bin ich richtig gespannt, wie die schmecken, weil das meine Kindheit war. Und so habe ich als Kind diese Schokocrossis richtig, richtig doll gefeiert. Und jetzt gibt es sie einfach in Salted Caramel. Und ich dachte mir, wenn die nicht zu diesem Video passen, dann weiß ich auch nicht. Bin so gespannt, wie die schmecken. Ich glaube, da sind immer 2 Packungen drin. Yes. Und ich würde sagen, da gibt es eine Packung von mir. Und ja, das wird ein sehr nicer Snack. Den werde ich mir jetzt anrichten, mit ins Bett nehmen und dabei ein bisschen Prison Break gucken. Aber das zeige ich euch natürlich auch noch. Leute, wir sind wieder am Ende des Videos angekommen und ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Oh mein Gott, was war das heute einfach für ein leckerer Tag, Leute. Probiert auf jeden Fall ein paar der Kombinationen aus und wie gesagt, schickt mir das gerne auf Instagram und sagt mir, wie ihr das fandet. Der Tag war so cool, es hat mir so Spaß gemacht, das zu filmen und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Da waren ein paar Inspirationen vielleicht auch für euch dabei. Falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich wie immer gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo, damit ihr weitere Videos von mir nicht verpasst. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Haltet bis dahin wie immer die Ohren steif. Und genau. Ciao, Leute.